Ja, Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir Apfeltart. Wie ist das Tart? Keine Ahnung. Ja. Irgendwas mit Apfel. Auf Türkisch heißt das Elmalı Turta. Und ja, dann nehmen wir euch mal mit, meine Freunde. Dann fahren wir zu Besuch. Genau. Genau, das nehmen wir dann nach da mit. Das wird dann wahrscheinlich so ein kurzes... Ja, so ein kurzer Vlog, so 5 bis 7 Minuten ungefähr. Ja. Ich hoffe, der Vlog wird euch gefallen, Freunde. Wir zeigen euch jetzt erstmal, wie wir diesen Elmalı Turta machen. Apfeltart. Genau, und dann fahren wir zu unseren Besuchern. Einige wollten, dass wir so ein Koch- oder Backvideo machen, deswegen haben wir uns spontan entschieden. Jetzt sind wir in der Küche und ich habe schon die Zutaten reingetan. Ja. Ich habe schon mal ein Ei reingetan, 250 Gramm Butter, ein Wasserglas Speisestärke und ein Wasserglas Puderzucker. Während dem Rühren tun wir Mehl rein und ja, aber genau weiß ich das nicht. Also spontan kippen wir das rein. Ich dachte nicht so jetzt, ja, tust du die Maggi, tust du Mala. Und jetzt? So, jetzt sieht das ungefähr so aus. Nach dem ganzen Kneten. Und ja, cremig also. So Leute, jetzt haben wir noch 2 Gläser Mehl reingetan. Weitere. Damit das zu dem kommt, ne? Ja, weil dieser Teig ein bisschen flüssig war. Damit das so fest wird, haben wir ein bisschen mehr Mehl reingetan. Und ja, so sieht das dann jetzt aus. Und ja. So, jetzt kneten wir diesen Teig vor. Auf die Form. Auf die Form bis hierhin. Also hier bis zu den Rändern. Also hier muss das auch alles abgedeckt werden. Damit das Muster entsteht, ne? Genau. Du bist der King. Mach das nicht, sonst sagen die wieder, du bist wie ein Mann. Ja, Mann. So. Hier rein kommen jetzt diese gekochten Äpfel rein. Das sind 4 Äpfel mit ungefähr einem Glas Zucker und einem Teelöffel Zimt. Und ja, das war's. Da haben wir das zusammen gekocht. Also erst die Äpfel gekocht und dann die anderen Zutaten rein. So sieht das dann aus. Sag mal. Ja. Das kippst du jetzt da rein, ne? Ja, hier rein. Machen. So Leute, jetzt sieht das ungefähr so aus. Ja, jetzt hast du das verteilt. Ja, jetzt habe ich das verteilt. Gleich kommt die andere Schicht drauf, also noch eine Schicht Teig. Und das kann ich gleich zeigen. Ach ja, und vorab. Und vorab? Vorab, wer möchte, kann da auch Dinge drauf machen. Javis. Haselnüsse. Ja, Haselnüsse. Javis. Aber wir mögen das nicht, deswegen haben wir einfach nur Apfel, Zimt und so rein. Genau. Ciao. Jetzt habe ich den Teig hier so zerschnitten. Kann man das sehen? Ja. Ja, ne? Und so nach der Reihe werde ich das halt wie ein Netz drauflegen. Genau. Was schreist du da hinten? Na, warte mal. Oh mein Gott. So, Leute, das, was übrig geblieben ist. Warte, erstmal Endergebnis.
Das ist normal, dass der Teig so zerrissen ist, weil der nicht so fest ist. Genau. Und den Rest haben wir in so kleinen Muffin, in so kleinen Muffinförmer gepackt. Und ja. So, der Kuchen ist jetzt fertig und wir fahren gleich los zu unserer, zu meiner Freundin. Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall zu der Freundin von Felsa. Und ja, aber die Freundin ist verlobt. Ach, verheiratet schon. Und ja, nicht wundern. Ist nicht dieselbe Freundin wie letztes Mal. Und ja, die Mutter von Felsa fährt hinter uns her, weil ich von da aus gleich nach Hause fahren werde. Ja. Ja. Genau. Ja.